Hope that helps. Oh, ein antimagisches Amulett. Das ist allerdings für den Hals. Ah. So, Verlieslabor. Mal kurz gucken, wo kommen wir da raus? Ja, die Ladezeiten sind immer noch ein paar Sekunden. Okay. Ja, wir haben da drüben sogar was übersehen. Merke ich gerade. Na gut, können wir uns abholen, wenn wir den anderen Weg runtergefunden haben. Das wäre der Geheimgang wahrscheinlich, den sie uns geöffnet hätte, wenn wir ihr geholfen hätten. Also der Nekromantin. Pass hier drin auf dich auf. Ja, das haben wir vor. Ritual der wiedergeborenen Wunder. Oh, Mechanik. Warte mal, ist das eine Schriftrolle, die wir herstellen können? Was für eine Schriftrollenstufe bist du? Wahrscheinlich Stufe 2, oder? Nein, 3. 4. 1. 6. Nein. Hier ist es nicht dabei. Tapferkeit, Verwirrung, Gebet gegen Fassungslosigkeit, Fluggeschosse, nein. Gebets gegen Hemmung, Schriftrolle der Wiederbelebung ist nur eine Stufe 3 Schriftrolle. Insektenschaden, nee. Verteidigung, rollende Flamme, Ausdauer. Nee, kann ich gar nicht als Schriftrolle herstellen, leider. Oh, kann ich vielleicht einen Trank herstellen? Unheimlicher Schütze, nein. Ausdauer, Macht, Bollwerk, planloses Starren, Spiegelbild. Bewegungseifers des Verderbens. Nö. Gnadenfrist. Große Ausdauer. Starke Erholung. Nö. Man kann halt nicht alles herstellen. Buch. Buch. Statue. Die Fugen sind rostgesäumt. Das Emblem auf dem Brusthandel stellt einen Baum mit breiten, herzförmigen Blättern dar. Ja, Beraf Pri. Okay, den Waffenständer können wir nicht leerräumen.
Spiegelbildtrank ist immer gut einzuhaben. Auch für Duins, weil Alof kann ja ein Zauber eigentlich. So, Redrick Wächter. Geld, was wir klauen können, aber nicht die Kisten leer machen. Mögen die absolut nicht. Von dieser Verseelerin im Verlies bekomme ich Gänsehaut. Ja, Redrick weiß nicht, dass wir sie getötet haben. Oh, Festsaal. Die Silbergabelmesser haben ihren Glanz verloren. Das hat hier irgendwie alles ihren Glanz verloren. Hier ist die volle Luzi. Armbrust, Rüstungsteile. So, wir haben alles aufgedeckt, glaube ich. Ja. Dann gehen wir mal in den Innenhof. Da können wir uns nämlich ja jetzt auch frei bewegen. Und ja, Redrick hat echt eine Armee hier. Noch mehr Koltux. Fleisch. Der Geruch von Fledermauskot erfüllt die Luft im Stall. Möge uns Berats Weisheit retten. Damit sollte ich hoch auf die Mauern kommen. Im Fasch verbringen Wasser in dem winzige Larven zucken. Nicht appetitlich. So, zum Festungswall als nächstes. Dann können wir den ablaufen. Ach, zum Verlies, okay. Pfennige und einen Erholungstrank. Okay, den packen wir mal weg. Guter Morgenstern, warum nicht? Ja, und hier wären wir hochgekommen, wenn wir den anderen Weg genommen hätten und uns nicht durchs Verlies gekämpft hätten. Da hätten wir uns aber durch seine Truppen hier kämpfen müssen. Also mindestens den hier umbringen. Zur Tempelrüstkammer, zum Tempellager. Aha. Tempelrüstkammer war, glaube ich, ein eigenes Ding. Gucken wir einfach mal. Und ja, Redricks Festung ist halt groß und es gibt viel zu entdecken und zu plündern und zu tun und so weiter. Ja, genau, hier. I suppose it can't be helped. Na gut, bevor wir Following your zwei lead. Dietriche benutzen. I'm here. I suppose it can't be helped. Benutzen There you wir go. mal das Ding. Oh, ein großer Schild. Ein guter. Für Idea. Not sure how I feel about this. There you go.
Guter Brustharnisch, das nehme ich gerne. Und eine gute Kettenrüstung wäre auch nicht schlecht. So, gucken wir mal. Darunter würde seine Genauigkeit ein bisschen leiden. Aber auch nicht so viel. Die Schadensreduktion gefallen mir irgendwie besser. Ja, ich hätte das Kettenhemd Kanna geben können, aber ich kann es hier nicht rausnehmen. Ich muss jetzt in die Stadt zurück. I'm here. So, das heißt, wir gehen nochmal runter ins Verlies, plündern die Leiche, die wir übersehen haben. Nehmen die andere Treppe hoch, um auf den anderen Mauergang zu kommen. Gucken wir uns da um und dann geht's zurück in die Stadt und dann wieder in die Schwarzauen. Vielleicht gehe ich sogar nochmal den Umweg über Markrans Gabelung und spreche mal mit Kolsk. Mal gucken, was dabei rauskommt. Vor allem gucken, ob Giacomo da heil angekommen ist. Die Ladezeiten sind immer noch ein bisschen lang an manchen Stellen, aber zum Glück jetzt nicht mehr so lang wie früher, wo ich eine Minute laden musste. 10 Sekunden sind annehmbar. Und es sind so ungefähr 10 Sekunden. Also ja, dadurch dann... Hier wollen wir hoch. Oh, ich muss mal gucken, ob ich was kochen kann, was meine Mechanik erhöht. Also kurzfristig erhöht. Nahrung. Na, das macht Entschlossenheit. Rinderbraten macht Ausdauer und Macht. Wahrnehmung maximal Gesundheit, Gewandtheit. Nee, herzhafte Pastete auch nicht. X-er Mittel, Reispfanne auch nicht. Nein. Nein. Also wenn ich temporär meine Mechanik steigern will, geht das nur über solche Schrifträume, wenn ich welche finde. Oder durch Rasten. Ein Damenhut. Auch interessant. Und wieder eine Keule. Die Bodendauben der Fässer sind dunkel, aber trocken. Was auch immer sich früher in diesen Fässern befunden hat, ist längst ausgelaufen. So, und wir haben eigentlich alles in Redricksburg jetzt erkundet, was wir erkunden konnten. Wir können nur noch durchs Haupttor rauslaufen. Ist interessant. Entschuldigung, ich bin im Dienst. Okay, ist interessant, dass man durch den Kerker muss, um auf diesen Teil der Wehrmauer zu kommen. So hätte ich eigentlich eine Burg nicht designt.
So, dann gehen wir hoch und gehen ganz normal durchs Tor raus. Und ich glaube, ich raste dann mal, um meine Mechanik zu steigern. Weil wenn wir jetzt dann als nächstes nach Ket Nua gehen, bräuchten wir das wirklich, mehr Mechanik.